Moin, moin, meine Leute. Moin, moin, meine Leute vor allem. Moin, moin, meine lieben Leute. Und willkommen zurück zum zweiten Teil von Harry Potter. Beziehungsweise die zweite Folge. Und wir befinden uns jetzt immer noch in Hogwarts und haben sozusagen die haben jetzt Zaubertränkeunterricht, glaube ich. Auf jeden Fall haben wir ein paar Bohnen. Haben auf jeden Fall schon Verteidigung gegen die dunklen Künste gelernt. Du bist ein bisschen zu früh dran, Harry. Aber ich kann dir schon einen Zauberspruch zeigen, den ich mir selber beigebracht habe. Es ist der Alohomora-Zauber. Mit ihm kannst du Dinge öffnen, die mit Hilfe von Magie verschlossen wurden. Treib aber keinen Unfug damit. Natürlich nicht. Das ist das Symbol für den Alohomora-Zauber. Wenn ich fertig bin, drückst du einfach die Maustaste und malst das Symbol nach. Lass die Maustaste einfach wieder los, wenn du fertig bist. Okay. Dann sieht man die Zeit. Ich meine, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich kann ja nicht die Zeit sehen. Das reicht. Alohomora! Das war gut, aber ich weiß, dass du es noch besser kannst. Gut, Harry. Ich bin mir sicher, Professor Flitwick hätte dir für diesen Zauber 5 Hauspunkte gegeben. Übung macht den Meister. Versuch es also noch einmal. Willst du mich verarschen, wie sie es machen? Ich bin wohl, ich will wieder ein bisschen, wer mir da jetzt die Punkte gegeben hat. Ausgezeichnet, Harry. Ja, kein Problem. Das war richtig gut, Harry. Ich bin mir sicher, Professor Flitwick hätte dir mindestens 10 Hauspunkte für diesen Zauber gegeben. Übung macht den Meister. Versuch es also noch einmal. Noch einmal? Ja, gut. Das war schlecht. Die 8 schaffen, glaube ich, nicht. Das war gar nicht so übel. Gut. Punkte haben wir bekommen. Hätten wir mehr erreichen können. Aber ich war zu schlecht. Versuch jetzt mal, den Alohomora-Zauber zu verwenden. Wir haben noch etwas Zeit, bevor der Zauberkunstunterricht anfängt. Die Tür vor dir wurde mit Magie verschlossen. Verwende Alohomora, um sie zu öffnen. Gut, versuchen es mal. Aber ich will einmal kurz hier reingehen, die Optionenmenü. Ich finde, die Musik ist so dermaßen laut, irgendwie. So, dann haben wir schon leiser. Ist vielleicht besser. Umgekehrte Besensteuerung ist auch ganz gut. So. Wende den Zauber auf die Tür an. Ja. Alohomora. Du hast es geschafft. In diesem Raum gibt es 2 Geheimnisse. Ob du es wohl schaffst, sie herauszufinden? Na klar. Ich bin Harry Potter. Lipendi. Holen wir uns die gleiche Karte da hinten. Was ist denn das für eine Zauberer? Mal reingucken kurz, wer das ist. Fotomagie. Jilly Joke. Ne, Tilly Toke, Entschuldigung. 1903 bis 1991 erhielt einen Orden, weil sie im Jahre 32 viele Leben rettete, als ein Drache sich auf einen Strand voller Sonnenanbeter stürzte. Ich nehme mal gerade mal da hinten so ein Grillhähnchen und dann kommt da jemand. Versuch es mal mit dem Bücherschrank. Okay. Spiegel. Wenn du damit fertig bist, dich selber zu bewundern, Harry, kannst du ja mal einen Blick in die magische Truhe werfen. Ganz schön schnippig. Verwende Alohomora, um sie zu öffnen. Alohomora! Alohomora! Aber wenn er will? Alohomora! Oh Gott, ich bin der Geheimnisentdecker hier. So. Alohomora!
muss ja auch mal im Kopf behalten, dass es ein Kinderspiel ist. Ob so ein Kinderspiel noch in diesem Jahre hier rockt? Also ich glaube, durch diese Tür kommst du zum Unterrichtsraum für Zauberkunst. Denke ich mal. Ab zur Zauberkunst. Willkommen, meine jungen Zauberer. Ich bin Professor Flitwick. Heute lernen wir den Schwebezauber Wingardium Leviosa. Sieh dir das Wingardium Leviosa-Symbol, das ich dir nun vormache, ganz genau an. Sobald ich fertig bin, kannst du damit beginnen, das Symbol nachzumalen, indem du die Maustaste gedrückt hältst. Lass sie erst wieder los, wenn du fertig bist. Mein Touchscreen ist natürlich schlecht, ne? Das war schlecht, ich weiß. Ich schaffe nur die 50% erschöpfen. Erstmal reichen. Alter, ich habe die 50% geschafft. Nichts geschafft. Sei vorsichtig, Harry. So habe ich dir das nicht beigebracht. Nicht, gar nichts mehr. Übe noch etwas, damit du den Zauber richtig beherrschst. Okay. Oh Mann, ey. Also die Mausempfindlichkeit ist sehr hoch hier. Oh! Ich hab die Zeit im Auge gehalten. Gerade eben gesagt, dass es ein Kinderspiel ist, ne? Also nebenbei. Sei vorsichtig, Harry. Ja, so habe ich dir das nicht beigebracht. Mach weiter, Harry. Du kannst es. Ich weiß nicht, ob es reicht, weil ich habe jetzt die Maus ein bisschen runtergestellt, die nicht ganz so empfindlich ist. Wingardium Leviosa. Hab dann den Trick gelernt. Gute Arbeit, Harry, aber du kannst es noch besser. 5 Punkte für Gryffindor. Danke. Versuche es dieses Mal ein wenig schneller hinzubekommen. Sicher. Leviosa. Eine gute Leistung für einen Erstklässler, Harry. Vielen Dank. 10 Punkte für Gryffindor. Yes, danke schön. Lass uns weitermachen, Harry. Oh, das habe ich nicht. 80 Mal. Oh, 79. Wie ärgerlich ist das denn? Wie ärgerlich ist das denn? Oh je, das war ziemlich knapp. Ja, du dummer Zwerg. Na gut. Du kannst jetzt mit der Wingardium Leviosa Aufgabe beginnen, um den Zauber etwas zu üben. Folg mir, Harry. Malfoy. Guck mal. Verwende Wingardium Leviosa bei dieser Statue und hebe sie auf den großen Teller. Wingardium Leviosa. Gut gemacht. Geh nun die Sterne einsammeln. Wir treffen uns dann später. Viel Glück, Harry. Okay. Ja, aber irgendwie. Jetzt ist die Maus ein bisschen besser. Nicht mehr ganz so wild, ne? Speichern.
der Bohne ein. Harry, guck dich das an, ich spring in der Luft. Was ist der denn da? Harry, der nimmt dich nicht wie ein Apfel. So. Hallo, Momora! Einige Zaubersprüche gelernt, ne? Der hat schon mal die Tür auf. Wingardium Leviosa! Oh, scheiße. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Ah. Da holen wir uns die Sachen nochmal. Die Zwerge sich gar nicht mehr bewegen da. Heute. Nur dran speichern. Wingardium Leviosa. Eine Brücke. Oh, ein Springer. Eine Springbrücke. So, da müssen wir rüber. Der Boden, ne? Der Boden ist einfach gar kein Boden da. Man plätschert nichts. Wingardium Leviosa. Na, guck mal. Bewegt sich auch gleich. Hallo, Momora. Wingardium Leviosa. Highlight, wenn ich da noch reinspringen könnte. Mario. So, wo war denn das jetzt? Der andere Stern da drauf, nein, oder? Bewegt sich die ganze Zeit hin und her? Okay. Dauert ein bisschen, bis er zu uns kommt. Also nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön lange. Oder muss hier auch was raufspringen? Nee, das muss schon hier sein. Gleich. Dann ist noch ein Stern, sehe ich. Den geht auch noch. Oh, das war eine knappe Kiste, aber wir haben es geschafft. Nein! Das gibt's doch gar nicht. Ich bin doch gesprungen. Wingardium Leviosa! Schon lang war doof, ne? Wingardium Leviosa!
blöd. Sowas ärgert mich dann, ne? Das ist ja wirklich kein... War jetzt ja kein schwieriger Sprung gerade. Und dann fällt man einfach so dämlich runter. Das ist nicht blöd. Komm schon, Potter. Schiss, Potter. Vergiss es. Dann müssen den ganzen Kram mal machen hier. Wingardium Leviosa. Ach, das ärgert mich gerade total kolossal irgendwie sowas, ne? Das ist wirklich so. Das ist auch. Naja. Alohomora! Wingardium Leviosa! So. Oh, noch mal die ganze Sprungkacke da. So. Bin bereit. Da muss ich da auch noch ranfinden, ne? Oh, guck mal. So, ich dachte jetzt gerade, er schmiert schon wieder. Glückwunsch, Harry. Du hast die Aufgabe bestanden. Super. Du hast mehrere Sterne eingesammelt. Dafür bekommst du 10 Hauspunkte. Oh. Jetzt mach aber, dass du weiterkommst. Ich hab nicht alle Sterne eingesammelt. Fehlt noch eine, die ich da eben drüben gesehen hatte, ne? Ich dachte, da kommt noch was, ne? Wingardium Leviosa. Das gab's da. Wingardium Leviosa. Sag mal, kaputt gehen. Physik war nicht da. Komm nicht zu spät zum Kräuterunterricht. Ich warte am Eingang des Gewächshauses. Wir sehen uns, Hermine. Danke. Alohomora! Das ist aus dem Geheimnis da oben. Albert Waffling, berühmter Magie-Theoretiker. So, warte mal, wer ist in Führung hier? Slytherin mit 93, das kann ja nicht wahr sein. Überraschung! Leila Potter, du bist es. Ich bin Thieves. Die Leute sagen, du wirst... Wenn du in einen Spiegel schaust, geschieht das sicher in tausend Entwicklungen. Leider. Du bist hässlich. Du bist auch hässlich. Ich bin Thieves. Die Leute sagen, du wirst besser in einem Zug. Ich muss das Forscher sein.
20 Bohnen für uns? Auf jeden Fall. Wir brauchen die Bohnen für, naja, ein paar Experimente. Gute Arbeit, Harry. Du hast uns jetzt alle Bohnen gebracht, die wir brauchen. Hier hast du eine Bildkarte. Ich hoffe, du hast sie noch nicht. Ich hoffe auch. Danke für deine Hilfe, Harry. Das verschwinden sehr viele Bauern. Stehen verloren. So, ich muss mich beim nächsten Unterricht mal anstrengen, damit wir Slytherin überholen können. Ulrich der komische Kauz, Mittelalter, Daten unbekannt, sehr exzentrischer Zauberer, der eine Qualle als Kopfbedeckung trug. Okay, folgt der Typ. Harry, wenn du zu spät zum Kontoricht kommst, wird Gryffindor wertvoll im Haus gehen, also beeil dich. Ja. Wo geht's da hin? Harry, ich bin Neville Longbottom. Okay. Das ist mein Erinnermich. Es erinnert mich an alles, was ich vergessen habe zu tun. Oh, es sagt mir, dass wir gleich Kräuterkunde haben. Oh, da hätte ich beinahe etwas vergessen. Nimm dich vor Draco Malfoy in Acht. Er ist eben hier herumgeschlichen. Okay, und wo ist Kräuterkunde? Bist du schon mal mit dem Besen geflogen? Ich habe ein bisschen Angst vorm Fliegen. Alter Schäden. Das hast du als Tomb Raider. Aber so lohnt sich kleine Umwege anscheinend. Also vom Storytelling her ist das noch nicht so berauschend, hier muss man sagen. Derwin Schimpling, geboren 1912, verspeiste eine ganze Venia Mossa Tentacula und überlebte, obwohl danach violett wurde und für immer so blieb. Nicht so gut wie ihn. Verlieben sich auch an der Spinne. Nein! Dann müssen wir ganz runter, das geht dann nicht rein. Aber geht's auch, okay. Ja, komm schon runter. Komm raus. So, Kräuter darf ich finden. Hier soll irgendwo ein Geheimraum sein. Und ich werde der Erste sein, der ihn findet. Hab ich schon entdeckt, du Affe. Auf den Busch. Oh, Draco Malfoy. Na, sieh mal einer an. Du schon wieder, Potter. Spionierst wohl im Schloss herum, was? Bis hierhin und keinen Schritt weiter. Du kommst nicht an mir vorbei, egal wie sehr du dich auch anstrengst. Bitte? Oh, Schluchz, Schluchz. Potter kommt nicht mehr aus dem Schloss raus. Mit diesen Zauberknallbonbons kann man eine Menge Spaß haben. Hier, fang! Ah. Da kann ich die Dinge nicht haben. Okay. Berühmt oder nicht, an mir kommst du auf jeden Fall nicht vorbei. Oh, Thank you.
wilder Typ. Da! Das sagst du mal, Boy. Verfluchter Potter! Das nächste Mal kommst du mir nicht so einfach davon. Verfluchter. Was ist denn der kleine Hobbit? So, ich komme jetzt bestimmt zu spät zur Kräuterkunde. Und da kriegen wir jetzt mal wieder diese Abschiedspunkte. So, gucken wir uns mal. Harry, hier drüben. Oh. Rubius. Hallo, Harry. Ich bin's, Hagrid. Schön, dich zu sehen. Das sind die Ländereien von Hogwarts. Ich bin der Wildhüter. Kann gar nicht glauben, wie schnell hier alles wächst. Deine Freundin Hermine wartet am Eingang zum Gewächshaus auf dich. Komm doch nach deinem Unterricht auf eine Tasse Tee vorbei. Gerne. Das ist die Hermine. Ich dachte, ich könnte jetzt endlich bezaubern hier, ne? Das ist Hermine. Der Kräuterkundeunterricht findet kurz hinter Professor Sprouts Garten statt. Ich warte hier auf Neville. Ich glaube, er hat sich mal wieder verlaufen. Los, Harry, du solltest besser zum Unterricht gehen. Okay. Weiß zwar nicht, wo der Garten ist von der guten Sprout, wir werden ihn finden. Garten hier. Hallo, Momora. Das ist ein Schaden. Flipendo. Das ist normal.
vorbei. Gut, aber das war ja cool. Doch, denken Sie auch, warum beim ersten Mal nichts passiert? Beim zweiten Mal dann schon. Nein, sah schon anders aus, ne? Also da läuft das Wasser raus und da läuft es hoch. Dann war es nicht so gut. Hallo, Momora! Ich weiß nicht, halt so, okay. Hallo, Momora! Mann, wie viele Geheimwege es hier gibt. Ist doch crazy. Geh nicht ins Wasser. Aber hier. Kletter doch überall auf, du. Ist ein Klettermax, ne? Sein dürfen. Boah, oh, er klettert hier auf jeden Kack drauf. Ist er nervig? Gehen wir wieder zurück. Auch diesen Weg, der hier links führt. Ist ja eigentlich egal. So, jetzt müssen wir langsam mal im Gewächshaus sein. Hier ist das Gewächshaus. Sehr gut.
Rettung. Die kommen von überall, ne? So, will ich noch ein paar haben? Hey, Harry! Hast du 25 Bohnen gesammelt? Hab ich. Danke für deine Hilfe, Harry. Hier hast du eine Bildkarte. Ich hoffe, du hast sie noch nicht. Na komm schon, Fred. Wir haben noch eine Menge zu tun. So. Kann das sein? Die hatten wir schon, ne? Ah. Godric Gryffindor, das ist der mit dem Schwert. Mittelalter, Daten unbekannt, Mitbegründer von Hogwarts. Nach ihm wurde eins der vier Häuser benannt. Ja, genau. Jetzt machen wir noch eine Tour auf. Hallo, Mora! Ja, und dann würde ich sagen, machen wir mal gucken, was hier drüben noch ist. Ne, hier ist nichts mehr. Oder? Kann man da irgendwie rein noch? Da ist doch eine Tür. Da ist doch eine Tür. Hallo, Homora! Mann. Was denn das findet hier? So ein super Geheimgang. Kann ums Haus rum. Aber? Hallo, Homora! Okay, dann müssen wir dich auch wieder aufdrehen. Hallo, Homora! Ach, noch eine Karte. Cool! Gut. Welcher war das jetzt? Gucken wir mal an. Mal zurück. Okay. Da. Cornelius Agrippa, berühmter Zauberer, der von den Muggeln aufgrund der von ihm verfassten Schriften verurteilt wurde. Die Muggel, ne? Immer die Muggel. So. Was uns erwartet? Willkommen beim Unterricht. Ich bin Professor Sprout. Heute wollen wir den Incendio-Zauber lernen. Man kann ihn gegen alle möglichen gefährlichen Pflanzen anwenden. Gut. Sieh dir das korrekte Incendio-Symbol ganz genau an. Halte die Maustaste gedrückt und male das Symbol nach. Lass die Maustaste wieder los, wenn du fertig bist. Incendio! Incendio in Perfektion, Harry. Bitteschön, kein Problem. 5 Punkte für Gryffindor. Wir müssen noch mehr holen. Versuche es dieses Mal etwas schneller hinzubekommen. Das ist nochmal leicht ablenken. Guck mal auf die Uhr. Das ist ein bisschen blöd. Sollte reichen, ne? Incendio! Für einen Erstklässler wirklich eine hervorragende Leistung. 10 Punkte für Gryffindor. Wir haben 93 gehabt, ne? Lass uns mit dem Unterricht fortfahren, Harry. Wow. Das wird klappen, oder? Incendio! Wir wahrscheinlich 90 schaffen gleich oder was. Incendio in Perfektion, Harry. 15 Punkte für Gryffindor. Versuche es dieses Mal etwas schneller hinzubekommen. Noch schneller? Leider nicht konzentriert, richtig. Naja. Fast, Harry. Ich glaube, du solltest besser noch etwas üben. Gerade eben war es noch in Perfektion und jetzt muss ich wieder üben. Naja. 30 Punkte für Gryffindor. Ich weiß nicht, wie die Slytherin abgeschnitten haben da bei dem Spiel.
Jetzt ist es aber Zeit für die Incendio-Aufgabe. Geh durch die Türen, Harry. Ich beobachte dich vom Balkon aus. Okay. Ich muss mal ganz kurz rein. Das sind Dornenbüsche. Du kannst den Incendio-Zauber auf sie anwenden. Geh jedoch besser einen Schritt zurück, damit du dich nicht an den Dornen verletzt. Incendio! Incendio! Nintendo! Oh, die haben 138 schon. Nintendo! Nintendo! Vertreterin der Venemosa Tentacula. Verwende Incendio, damit sie verwelkt. Incendio! Suche jetzt nach den Sternen, um den Unterricht erfolgreich abzuschließen. Okay. Mach dich auf den Weg. Machen wir. Gucken wir, ob wir alle Sterne bekommen. Warte mal. Weg hier. Incendio! Tun, ne? Nur so nebenbei. Incendio! 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 Muss ich alle mitnehmen. Gibt ja Punkte. Oh. Hallo, Momora! Kannst du mal das Ding auch mitnehmen, wenn du schon mal sitzt? Okay. Incendio! 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 Oh, wie er klettert, ey. Kleiner Mann. Alohomora! Oh. Auf jeden Fall aber genug für Fred und George. Was wir brauchen. Alohomora! Na, guck mal. Das wollte ich eigentlich gar nicht, oder? Nintendo! Alohomora! Nintendo! Doxy aus. Autsch!
Keine nette Doktor. Flipendo! Flipendo! Geh weg. Jetzt wird sie abgehauen. Flipendo! Diese Reben sehen gefährlich aus. Flipendo! Sollte besser nicht drauftreten. Flipendo! Okay, mal gucken, was wir machen. Da gerade. Incendio! Incendio! Was? Incendio! Okay. Incendio! Ich glaube, das ist fein, ne? Incendio! Weiter, weil ist hier drüben auch noch irgendwas? Kann man da hoch irgendwie? Wo gehen wir mal? Genau, das kann man da hoch. Aber ich kann ja sonst hier noch nicht schnell. Nein, kann ich nicht durch zu machen, Mann, das ist gut. Flipendo! Tatsächlich kann ich echt nichts machen. Ich dachte, ich könnte da irgendwo drauf drücken, aber das geht eigentlich gar nicht. Geht auch nicht raus. Geht garantiert die Tür auf, wenn man da irgendwas macht, oder? Ich finde hier keinen Zauber. Na gut, dann geht das nicht hier rein. Wingardium Leviosa!
Leviosa. Warte drauf. Na, guck mal. Pumpt da irgendwie Wasser raus. Ach, jetzt werden die Bewässer da draußen. Okay. Okay. Das ist natürlich clever. Kriegen die Wasser. Da wird die Tür auch aufgemacht. Nintendo! Jetzt kriegen sie richtig Wasser. Hm, ich bin der Wasserboy hier. Ich glaube aber nicht, dass ich alle Sterne habe, denn ich glaube, da oben beim Baum hätte schon noch oben einer gewesen. Ziemlich sicher. Glaube ich. Man hat schon wieder so eine lange Folge. Ich wollte die Folge gar nicht so lange machen. Nintendo! 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 Recht simple Rätsel, muss man sagen. Ne? Ist natürlich jetzt nichts. Aber damals war es wahrscheinlich. Alohomora! Die Kinder und Kids. Ich glaube auch, dass viele so ihre Kindheit in diesem Spiel verbracht haben. Incendio! Den Stern da drin gesehen? Kann ich mal holen. Hopp! Auf jeden Fall. Hopp! Eine Truhe. Alohomora! Wow, das gab viele. Incendio! Vorbei. Incendio! 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 Jetzt nutzen wir den Spiel auch ein bisschen ab hier, ne? Incendio! Nintendo! Incendio!
Edgar Strugler, Erfinder der Taschenspikoskops. Der wird jetzt 38. Oh mein Gott. Incendio! Das ist anscheinend nicht gut in Mädel. Da, abgeschlossen. Glückwunsch, Harry. Du hast die Aufgabe bestanden. Du hast alle Sterne eingesammelt. Alle. 20 Punkte für Gryffindor. Jetzt mach aber, dass du weiterkommst. Cool. 20 Punkte für Gryffindor. Das ist doch gut. Kommen wir unserem Ziel näher, um besser zu werden. Okay, das Hagrid, der wird anscheinend einen Schnacken jetzt. Kann ich hier irgendwo speichern? Anscheinend nicht. Ah. Da bist du ja. Hoffe, du hast was gelernt im Kräuterkundeunterricht. Muss was mit dir besprechen. Kommst am besten zu meiner Hütte. Geh aber zuerst zum Flugunterricht. Na, lauf schon! Mach ich, aber kann ich vor allem bin ich am meisten darüber freuen. Draco Malfoy, oder? Nee, dachte gerade. Mach dich auf den Weg zum Flugunterricht, Potter. Komm bloß nicht zu spät. Ist da alles? Gut. Komm zurück, wenn du alt genug bist, um einen Besen zu fliegen. Was? Was sagt er? Nun gut. Wir haben mal relativ viel geschafft. Ich würde sagen, wir machen hier einfach jetzt mal schön einen Break und spielen beim nächsten Mal weiter. Oh, Ron. Da kommt Neville. Er sieht ziemlich durcheinander aus. Am besten, du gehst mal zu ihm und fragst nach, was los ist. Bitte hilf mir! Longbottom hat sich also bei dir ausgeheult. Und du willst jetzt, dass ich dir sein heißgeliebtes Erinnern mich zurückgebe? Ich glaube, ich verstecke es irgendwo, wo Longbottom es sich dann selber holen muss. Wie wäre es zum Beispiel auf einem Baum? Glaubst du etwa, du kriegst mich? Dann komm doch, Potter! Oh. Gib mir Neville's Erinner-mich-zurück, Malfoy! Du willst das Erinner-mich-zurück? Dann hol es dir doch! Du solltest immer schön nach meinen Klatschern Ausschau halten! Oh.
Waffe. Ha, ha, ha. Oh, verdammt, Axt. Ich kann mich gerade nicht drehen. Ich kann mich gerade nicht drehen. Dafür wirst du noch bezahlen. Hier, nimm das doofe Ding. Ich kann es sowieso nicht brauchen. Nun gut, eigentlich wollte ich die Folge schon aufhören, weil ich eigentlich speichern will, aber es kommt nicht. Du hast meine Erinner mich zurückgeholt. Danke, Harry. Jetzt kann ich endlich meine Kröte wiederfinden. So, hab ich dir mal komm her, Trevor. Komm zurück. Jetzt weiß ich es wieder. Ich habe Trevor in der Nähe des Unterrichtsraums für Kräuterkunde gelassen. Es gibt dort Pflanzen, die Kröten verspeisen. Oh, wie er sich beeilt. Harry, ich bin Professor McGonagall, stellvertretende Schulleiterin von Hogwarts und Hauslehrerin von Gryffindor. Obwohl ich nicht mit deiner Jagd auf Malfoy einverstanden bin, muss ich doch zugeben, dass du über ein bemerkenswertes Talent verfügst. Normalerweise dürfen Erstklässler nicht an Quidditch-Spielen teilnehmen. In deinem Fall werden wir diese Regelung jedoch noch einmal überdenken. Harry, das erste Quidditch-Spiel dieser Saison findet heute Nachmittag statt. Das Gryffindor-Team tritt gegen das hervorragende Team der Slytherins an. Wir sehen uns dann später. Okay, aber im Team sind wir schon. Irgendwie mal speichern. Ja, okay, rein. Mein Gott, ich wollte eigentlich mal kurz eine Runde speichern. Das würde vieles erleichtern. Dass wir da wahrscheinlich rein, ne? Quidditch-Feld. Wie kommen die nur auf die Idee, einem Erstklässler zu erlauben, Quidditch zu spielen? Du willst im Quidditch-Team sein? Ich bezweifle, dass du nach dem Spiel gegen die Slytherin überhaupt noch laufen kannst. Jetzt mach, dass du zu deinem Unterricht kommst, Potter. Ein Erstklässler im Quidditch-Team? Das ist ja wohl ein schlechter Witz. Also, er ist nicht so begeistert von mir, wie man merkt. Was uns eigentlich total egal sein kann. Wir wissen, dass wir es besser können. Wo soll ich das hin? Welcher ist das richtige Ding? Ach, da hinten durch, okay. Das war gerade eben noch nicht auf, ne? Wie grob das hier aussieht, ne? So rein von der Optik her. Alohomora!
Alohomora! Gleich noch geschnappt, wir haben das Ding noch. Also, was ist das? Alter, das ist schwierig. Gut. Und noch ein Weg hier. Das ist ein Geheimweg, aber wir müssen ja endlich mal irgendwie zu einer Speicherstelle kommen. Spielen wollte. Ich hab ein Joypad. Das ist ja auch schon. Ihr seid beim nächsten Mal dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.